Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Guckt mal, wo ich bin. Ich habe keine Ahnung, ob ihr das erkennen könnt. Aber wir sind in Saalbach. Ja, Überraschung, ne? Auf einmal in Saalbach. Und hier ist die Aussicht auf den Berg. Nicht, keine Aussicht auf den Berg. Aber gar nicht schlimm. Denn wir haben richtig Glück gehabt, wir haben ein Upgrade vom Zimmer für 50% günstiger bekommen und sind jetzt in so einem Deluxe-Doppelzimmer und gleich geht's da hinten hin auf den Berg, auf die Trails und die Michi ist auch mit dabei. Die sitzt da, aber die muss ich erst bestimmt fertig machen, die darf bestimmt gerade noch nicht vor die Kamera. Deswegen machen wir uns jetzt ready. Es geht dann los auf die ersten Abfahrten, ein bisschen warm fahren und es gibt eine richtig krasse Neuigkeit, aber die zeige ich euch erst, wenn wir oben auf dem Berg sind. Also, bis gleich. So Leute, wir sind oben angekommen, fahren jetzt gleich mal den Panorama-Trail zum Einrollen. Und ihr seht es da hinten. Yes, Canadian Star. Yeah, here we go. Yeah, here we go. Ich weiß noch gar nicht, wie es sich fährt, bin noch gar nicht gefahren und nicht mal die Bremsen richtig eingebremst. Das heißt, gleich wird das erstmal der Fall sein auf der ersten Abfahrt. Und dann schauen wir mal, ja, was Österreich dieses Jahr hier schon so zu bieten hat. Es ist heute extrem voll, aber der Lift hat so eine hohe Frequenz, dass es irgendwie gar nicht schlimm ist. Wir haben gar nicht so lange angestanden und es ist ja auch Urlaub. Und über das Thema Urlaub und so ein bisschen mal rauskommen, Pause machen, werden wir uns heute so ein bisschen unterhalten in diesem Video. Nervös? Ja. Okay. Ich roll die ersten Abschnitt auf jeden Fall komplett langsam, weil ich bremsen muss. Ja. Bremsen einfahren. Schon auf der ersten Abfahrt mit dem Norco habe ich gemerkt, dass ich mich mega wohlfühle mit dem Mike. Ich meine, ich hatte das natürlich auch schon getestet, allerdings nicht in 27,5 Zoll, sondern in 29 Zoll. Und statt einen Coildämpfer hinten hatte ich halt einen Luftdämpfer. Aber das Norco hat schon auf den ersten Metern so viel Spaß gemacht, dass ich genau wusste, dass der Urlaub nur noch gut werden kann. Allerdings musste ich mich da ein bisschen mit dem Rebound noch auseinandersetzen, denn am Anfang hat das ganze Ding mich schon ziemlich hinten rauskatapultiert. Aber das lag ja nicht am Fahrrad, sondern nur an den Einstellungen. Übrigens, der Trail, den wir hier fahren, heißt Panorama Trail und ist so der Trail, den eigentlich jeder hier fährt zum Warmfahren. Ist so ein bisschen wie in Winterberg, sozusagen die Flow Country. Allerdings sind halt in Österreich auch auf einer blauen Line schon Steinfelder und sowas drauf, was für Anfänger vielleicht so ein bisschen irritierend sein könnte am Anfang. Nichtsdestotrotz ist der Panorama Trail einfach ein super cooler Trail, endet am Ende im Monty Trail, der auch ein blauer Trail ist und dann am Ende zur Liftstation. Ihr wisst ja Bescheid, letztes Jahr war ich schon mal hier und hatte die Möglichkeit, den Panorama Trail und die Blue Line zu fahren. Allerdings, mehr hatte dann nicht mehr offen. Das heißt, der Hackelberg, der Trail, den ich schon so lange fahren will, stand jetzt auf dem Programm und den sind wir dann direkt angesteuert. Ach, so Leute, wir machen kurz Rast, weil wir müssen jetzt von, ich glaube das ist dann Saalbach, nach
hinter Glemm rüber, weil wir einmal ganz hoch wollen, Westgipfelbahn, Hackelberg Trail uns angucken wollen. Und ja, Panorama Trail war schon echt jetzt viel los, hat mega Bock gemacht, dass Norco krass irgendwie in der Luft viel schneller fährt, das Fahrrad irgendwie, obwohl es trotzdem 27,5er Laufräder sind. Aber ich war sehr, sehr überrascht, wie schnell das Fahrrad doch läuft. Ja, wir rollen da jetzt mal rüber. Ihr wisst Bescheid, die Frauen immer am Handy, man kennt's. Jetzt Michi, wie hat's dir gefallen? War echt gut. War's gut? Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und die Kachba war gut? Kachba, die war gut zu gebrauchen. Gut zu gebrauchen? Ja, hat ihren Job gut gemacht. Sehr schön. Wie kommst du damit zurecht, dass ich jetzt so ein farbenfrohes Fahrrad fahre? Ja, jetzt erkennt man dich wenigstens auf den Trails. Das ist aber nicht so gut eigentlich, oder? Ja, doch. Ja, ich muss sagen, das Grün hat mich optisch immer so ein bisschen abgehalten. Aber wenn ich das jetzt so sehe hier, auf dem grünen Untergrund, grünes Fahrrad, ist eigentlich schon ganz schön. Na gut, wir radeln jetzt mal los. Ja, auf jeden Fall mega. Die Tourentauglichkeit vom Norco ist auch genial. Ich glaube, wir können wieder auf dem Gehweg fahren. So, Leute. Also, mit so viel Sport im Urlaub habe ich eigentlich nicht mit gerechnet. Aber ich bin halt so scharf auf diesen Hackelberg Trail, weil es einfach so schöne Videos davon immer gibt. Und deswegen müssen wir den auf jeden Fall mal anschauen. Weil heute das Wetter echt genial ist, war viel schlechter angesagt. Aber wir hatten richtig, richtig Glück. Und wir haben noch eine Auffahrt mit der Joker Card auf jeden Fall. Die ist auf jeden Fall Gold wert. Denn man hat halt immer so Transferwege hier in Saalbach, wenn du von Lift zu Lift willst. Und ja, am besten wäre halt so eine Gravity Card. Das ist halt echt nicht so schlimm ist, wenn du halt einfach nur ein, zwei Abfahrten machst. Weil jetzt ist halt schon gleich wahrscheinlich recht spät. Da muss man mittags auf jeden Fall eine Pause machen. Und wenn man dann noch mal fahren will, muss man schon ein 4-Stunden-Ticket kaufen. Und das ist halt so ein bisschen tricky, ne? Aber auch darauf hat man mit der Joker-Card halt Prozente. 30%, super. Und ja, wir radeln jetzt mal zur Westgipfelbahn, dann melden wir uns, wenn wir oben angekommen sind. So Leute, wir sind auf dem Weg im Lift, Westgipfelbahn, soll wohl bis nach ganz oben fahren zum Hackelberg Trail. Wir haben den Finn und den Christian getroffen. Den Finn kennt ihr vielleicht sogar aus dem ein oder anderen Video schon mal. Und sein Dad, der war bei mir in einem Fahrtechnikkurs und die sind dieses Wochenende auch hier, sitzen glaube ich in der Gondel hinter uns und die fahren mit uns eine kleine Runde jetzt, mega cool. Ja, ich glaube, das geht richtig, richtig lang jetzt hier hoch. Deswegen dachte ich, ich melde mich jetzt einfach schon mal eben hier aus dem Lift und dann gleich oben. Ich bin super gespannt, wie das Ganze aussieht ganz oben. Weil wenn es ganz, ganz oben ist, muss es ja eine mega Aussicht sein. Und Hackelberg Trail, ihr wisst Bescheid, hab ich eben schon gesagt, das ist mein Hype-Spot hier. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Okay, entspannter Einstieg. Leute, ich sag's euch, der Hackelberg Trail, der hat es mir schon so sehr aus Videos angetan und ich war richtig aufgeregt, das erste Mal diesen Trail hier zu fahren.
Und es war zum Glück der Finn und der Christian, die sind diesen Trail schon mal abgefahren, sodass der uns ein bisschen sagen konnte, wo was da irgendwie auf uns wartet. Nichtsdestotrotz bin ich einfach schon lange nicht mehr zum ersten Mal irgendeinen Trail gefahren, sondern man ist in der letzten Zeit einfach oft Trails gefahren, die man schon kannte. Und deswegen war es umso schöner, einfach mal komplett neue Trails das allererste Mal zu fahren und das dann auch noch mit einem komplett neuen Fahrrad. War natürlich absolut mega. Kurz Pause. Ich weiß nicht mehr, wo die anderen sind. Ach da, die haben nur einen überholt. War mega. Macht richtig Laune. Bei dem einen Sprung, also ein paar, bei dem Gap brauchst du viel mehr Speed aus der Kurve raus. Bist du das gesprungen? Nee, weil ich war zu langsam dafür. Aber wenn du vorher die Kurve komplett laufen lässt, dann ist das easy zu springen. Ja, ich hatte überlegt, ob ich das vielleicht noch mache. Aber man muss halt wissen, wo man hier hinspringt, ja, weil auf einmal Steine in der Landung sind. Falsche Linie. Scheiße. Voll die Linie verkackt hier. Ein bisschen Konzentration. Eins war schon von Anfang an klar, der Hackeberg Trail ist einfach mega. Auf den ersten Metern hat er mir schon super, super gut gefallen und desto weiter wir gefahren sind, umso besser hat er mir gefallen. Für die erste Abfahrt war ich hier auch schon gar nicht mal so langsam unterwegs. Allerdings sind wir den Trail natürlich noch ein paar Mal in diesem Urlaub gefahren und wir haben auch noch ein paar Aufnahmen hier extra für euch gemacht, sodass ich euch den ganzen Trail auf jeden Fall auch noch mal in Ticken flotter im Laufe dieser Videoreihe zeigen werde. Denn? Was ist das denn hier? Okay. Nicht wirklich, oder? Doch. Nein! 200 Meter oder so. 200 Meter Uphill? Ja. Ja, das stand aber jetzt nicht in der Buchung. Wir fahren einfach auf Ski. Ja, das hier zeigt niemand in den Videos, dass es hier so einen Uphill-Part gibt. Ja, das wird immer schön. Niemand! Niemand zeigt es. Nachdem ich mich dann vor dem Schrecken erholt hatte, dass hier auf dem Hackeberg so ein Uphill-Part ist, sind wir direkt in den nächsten Abschnitt gestartet. Und was soll ich sagen, der Trail ist unglaublich lang und super abwechslungsreich. Hier ist eigentlich alles Mögliche landschaftlich dabei, von einem Waldstück bis zu den Stücken, die man oben kennt, wo man ewig weit gucken kann und immer das Gefühl hat, man fährt geradeaus. Aber was soll ich sagen, Saalbach hat halt so viele schöne Orte hier und ich habe sehr, sehr genossen, hier zu sein. Und ich war schon seit Tag 1
irgendwie im Urlaubsmodus und erholt. Und ich kann euch eine Sache sagen, Leute, ich war bestimmt seit über 10 Jahren nicht mehr richtig in einem Urlaub und habe mir Zeit genommen für mich und habe einfach, ja, Urlaub mal gemacht, ohne irgendwo jobmäßig unterwegs zu sein. Und das war lange überfällig, sagen wir mal so. Und ihr werdet vielleicht merken im Laufe dieser Videoreihe, wie ich auch so ein bisschen mich verändert habe und immer gelassener geworden bin und entspannter. Und ich freue mich mega, dass ich euch hier auf diese kleine Reise mitnehmen kann. Und ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein, was noch alles passiert. Einmal das Bachgap angucken, dann schiebe ich vielleicht noch mal hoch. Das Ding mit dem Bachgap war leider nichts. Irgendwie hat mir der Absprung nicht gefallen und das sah nicht ganz so einfach aus. Vielleicht, wenn ich jemanden gehabt hätte, der mich drüber gezogen hätte, wäre ich das Ding auch noch gesprungen. Aber ich dachte mir, an Tag 1 mit neuem Bike muss das nicht sein und bin dann erstmal weitergeradelt. Und der Panorama Trail führt ja auf den Monty Trail und der Hackeberg Trail führt auf den Bucheck Trail. Ja. So Leute, wir sind zurück im Hotel, trinken jetzt einen Emmy Kaffeedrink, vegan, und der erste Tag war mega. Wir haben alles nur mit der Joker Card heute gemacht, weil wir dachten so, hey, wir müssen noch einkaufen gehen und so weiter, und jetzt ist der Kühlschrank voll, wir sind ein bisschen ausgerüstet für die nächsten Tage und sonnen uns jetzt noch ein bisschen auf dem Balkon, weil jetzt steht gerade die Sonne perfekt hier auf unserem Balkon. Jetzt ein bisschen chillen angesagt und ich will euch auf jeden Fall hier einige Videos zeigen. Ich weiß noch nicht, ob ich das Ganze daily mache, so wie letztes Mal aus Österreich, weil ich will natürlich nicht, dass ihr 100 Jahre lang jetzt nur Videos aus Österreich seht, sondern dass auch wieder Videos aus Deutschland kommen. Aber es gibt so ein paar Stationen, wie zum Beispiel hier den Learn to Ride Park und so. So Sachen, die nie vorgestellt werden und besonders halt auch für Anfänger und Kinder und Familien interessant sind. Und genau die Sachen will ich euch zeigen. Das heißt, so ein Video entsteht dann zum Beispiel noch, könnten wir jetzt gleich noch hinfahren und auch noch ein bisschen was drehen. Und deswegen ist es nicht immer so daily-mäßig, jeden Tag kommt ein Video. Und ja, ich hoffe aber, das Video hat euch gefallen. Macht euch darauf gefasst, dass die Videos alle ein bisschen länger werden. Denn die Abfahrten sind länger und ich möchte euch hier einfach gar nichts vorenthalten. Das heißt, ihr müsst vielleicht hin und wieder, wenn euch was nicht interessiert oder so, ein bisschen skippen. Aber das wird auf jeden Fall eine coole Sache. Heute schon mal Tag 1, Wetter, Bombe. Wir werden sehen, wie es morgen ist. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Daumen nach oben. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch in Österreich gewesen seid oder vielleicht noch fahrt dieses Jahr. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.